Morgen! Diesmal Start aus dem Hinterland schon. Wir haben schon 10 Kilometer in die Haxen auf Radl, Fulleganer Weg. Wir fahren jetzt auf dem Gola di Lago auf, das ist der erste Pass. Und von da geht dann schon der erste Trail bei uns wieder euch. Das sind knapp so 600-700 Höhenmeter. Und dann Cima di Medeglia, glaube ich, heißt es, auf den Pass auf. Wir fahren, da sind ein paar Militärstellungen. Und dann geht es wieder zurück nach Lugano auf Trails. Ganz eine coole Runde, wir wollten es eigentlich gestern machen. Ja. Wir waren beim Kreuz oben, das sehen wir jetzt von da nicht. Das ist jetzt, das müssen wir ein bisschen orientieren. Genau, das war da oben, dieses Monte della Croce da. Echt voll cool und haben ein Trail, aber halt das Wetter war ein bisschen bescheiden. Ja, da drinnen ist die Welt in Ordnung, ist ganz ein kleiner Pass. Der geht jetzt da rauf und ist dann hinten auf knapp 1000 Höhenmeter Ende. Das ist eigentlich da bei dem Video, wo wir die ganzen Bunker gefunden haben, aber wie gesagt, wir fahren jetzt in Richtung Norden an. Ja, es wird wahrscheinlich die letzte E-Bike-Tour da herunten werden. Wir haben nur noch zwei Tage mit normalen im Sinn. Und ja, am letzten Tag, wenn wir heimfahren, schauen wir noch. Da müssen wir so ein bisschen einsehen, dass wir spät anfahren. Ja, sie ist bis jetzt echt cool gewesen, ist ein Wahnsinn. Wunder. Echt geil. Brutal, also die Trails, das hört nicht mehr auf, so wie gestern, das hat einfach nicht mehr aufgehört. Nein. Also das sind sicher 20, 30 Kilometer, da fährst du nur auf Trails, also ein bisschen planst. Und das Coole ist, diese ganzen Dörfer sind alle eigentlich erschlossen mit so Wegal. Du fährst und fährst und fährst, gell? Ja. Das ist irre. Also viel Zeit einplanen, gell? Ja, ja. Man meint, es geht auch, es geht aber lang auch. Es geht echt lang auch, ja. Echt geil. Na, super Sache. Ja, dann werden wir super kommen. Ja gut, der erste Gipfel ist geschafft. Sehr gut. Da unten seht ihr noch den See. Wunderschön. Ja, ja. Sieht das gut? Sieht man, oder? Sieht das gut, ja. Das super, da oben waren wir gestern. Perfekt. Genau, da oben. Genau, und für uns geht es jetzt dann da zurück. Magst du uns zeigen? Oma da? Pass auf. So. Genau. Wohin? Auf das zweite Gipfel, da hinten ist ein zweiter Gipfel. Aha. Fahren wir jetzt dann rauf. Und fahren dann über den kommenden Trail und dann wieder zurück nach Lugano. Klingt ja saugut. Ja, mal cool sehen das Ganze. Das kann dann schon noch weiter. Nur bis jetzt, seit wir da sind, sind wir eigentlich alles mit den Bikes gefahren. Also wir haben das Auto nicht einmal hergenommen. Erstens ist es relativ viel Verkehr gewesen und zweitens ist es eh ganz cool, weil wenn man mal so 10, 20, 30 Kilometer auf die Ebene fährt, ist so, man sieht ein bisschen mehr und man hat halt auch die Wackler rein nicht. Und das haben wir gesagt, nutzen wir jetzt aus. Ja. Zeit haben wir ja, von dem passt das gut. Auf jeden Fall. So haben wir es jetzt auch tun. Genau. Ja. Über Zeitumstellung. Zeitumstellung, deswegen, ja, haben wir nur mehr Zeit, ja, so gesehen. Das Coole ist aber jetzt auch mit den E-Bikes, wir haben es auf flach noch ausgeschalten gehabt. Jetzt haben wir jetzt super viel Akku gespart. Und genau, sind eigentlich nur noch, wo es bergauf gegangen ist, eingeschalten. Dann schaffst du eine Tagestour mit 70, 60, 80 Kilometer überhaupt kein Problem. Ja. Und geht gemütlich. Ich meine, ist halt nicht so schnell, weil das passt ja. Und ja, sicher einfach echt, ja, viel. Es fällt dann halt viel auf, wenn man oft so radelt, das mag ich gern. Wenn man irgendwo in einem Gebiet neu ist und man fährt gleich alles mit dem Auto, dann übersieht man oft Details und so merkt man, ah, da geht der Weg ein Jahr da. Und man hat eigentlich viel mehr. Und das für eine Woche ist das meiner Ansicht nach vollkommen okay. Voll egal. Das zweite Mal teile ich sicher auffahren, das ist klar. Aber wie gesagt, das erste Mal. Ja, war echt perfekt. Ja, voll eine gute Turnplanung, muss ich noch dazu sagen. Danke, ist echt gut gegangen. Ja. Echt richtig gut. Und da gibt es ja 1000 Wege mit Gassen ohne Ende. Und ja, wir haben echt fast immer bis zum See auch oder Talboden, ja, Trail gehabt. Also echt krass gut. Eigentlich fahren sind wir gar nicht. Ja, also Wahnsinn, echt gut wir gemacht. Wir haben viel geschafft. Wir wollten halt daher fahren, dass wir ein bisschen so Grundlagen machen und so. Jetzt sind eigentlich jeden Tag so über 2.500 Höhenmeter im Schnee gefahren. Ja. Also echt satt, das ist brutal, was da zusammenkommt. Man hat da wieder ein paar hundert Höhenmeter Uphill und tritt gemütlich auf. Es ist nicht so wirklich steil, es ist relativ viel Asphalt gewesen von der Planung her. Wir haben relativ wenig dran bis jetzt und es ist Wahnsinn. Und geht da wieder ein bisschen auf und da wieder ein bisschen und am Tagesende denkt man sich, boah, krass, wie viel Höhenmeter. Das kommt viel zusammen, ja. Ja, und man ist dann gar nicht so geschlagen eigentlich. Die Temperatur war sowieso top bis jetzt. Voll. Also immer super gewesen. Und vom Wind haben wir es echt nur gestern richtig schlecht gehabt, die vorigen Tage. Die waren ein bisschen blöd, aber nicht wirklich kalt. Also nochmal, da war es eh nochmal voll schön. Für die Jahreszeit. Ja, perfekt. Jetzt super fahre ich noch einmal da oben, dass man das noch alles sieht. Nur zum Empfehlen. Nur zum Empfehlen, genau. Oh. Oh.
drinnen teilweise. Downhill gibt es wieder, Uphill. Ah, Downhill gibt es. Genau. Dann wieder Uphill. Wieder und dann wieder Downhill. Oben sind wir. Bannerschwenk gibt es dann nur mit Beschreibungen, oder? Gibt's habe jetzt mal noch nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Nur der Chef. Genau. So. Jetzt gibt es einmal Käsewurst. Jetzt gibt es Essen. Mm. Ja, perfekt mit so einer Aussicht dazu, oder? Wie schmeckt es? Gut. Schau es mir das bitte an. Das wird über Tage, Monate, Wochen okay. Das ist ein richtig geil rauchig geschmeckt haben. Ja, ich habe nicht so viel da. Camembert. Das war auch geil. Aber wenn du den ein paar Monate und Wochen nachhängst, dann findest du den nicht mehr. Ja, weil der stimmt. Läuft da dafür. Ja, das stimmt. Passt. Den gibt es noch dazu. Und dann gibt es noch Brot und noch Riegel und Obst. Süßspeisen. Ja, genau. Süßspeisen. Variable. Gut. So, jetzt kommt der Gruppen und Kreuz Gott, dann gibt es ja, super. Jetzt kommt der Banner Frank. Da unten ist der Lago Maggiore. Echt jetzt? Da. Laut deinen Infos schon, ja. Meine Infos, was der Garda ist. Ja. Das war er auch mal, genau. Oder da oben. So, super. Ja, so Spaß beiseite, das ist der Lago Maggiore, oder? So lange es der Gieriger Weiher ist. Ja, toll. Gut. Passt. Dann schwenken wir da mal so weiter. Heute haben wir echt eine geile Fernsicht, weil es gestern ja das Wetter nicht so ganz gut war. Das Ding ist jetzt heute echt ein bisschen besser. Da hinten ist der, da wo wir gestern und vorgestern waren. Ah, das ist der Berg. Du. Wie heißt der? Monte. Wie heißt der? Hilf mir. Das ist der, den habe ich nicht geschafft, wegen der Schnee da drunter. Dann sind wir da vorne Acher und dann sind wir da rauf. Und heute, wo wir auch schon da oben sind, da Acher und sind jetzt auf den rauf. Genau. Jetzt, wo wir Acher, müssen da hinten drüber. Dass wir dann wieder
Luganosee sind. Echt jetzt? Ja. Das war jetzt echt der perfekte Bahnhofsschwenk. Ja. Gut, ja. Aussicht war super. Die ist auch noch super bei mir, weil du die Augen zu hast. Nein, ich habe die Augen nicht so. Wir haben ein paar schöne Fotos gemacht. Und dann geht's auch. Ich bin schon echt richtig gespannt, weil wieder ewig lange Abfahrt. Ich muss auch das Rad jetzt bei guten Bedingungen maximal probieren. Also wenn es relativ viel Steigung hat, da die da meisten Höhenmeter auszuholen, weil durch das viel flach Ufahren verliere ich natürlich Akkuleistung. Da war es interessant, was man schafft. Aber wie gesagt, so 2.500 Höhenmeter bis zu 80 Kilometer gehen sind. Bei meinem Gewicht, ich habe knapp jetzt 90 Kilo mit dem Rucksack und mit dem Equipment, dann 100 mit Kamera, das Radl 25, genau geht sich das aus. So viel haben wir Zwischeninfo zu der ganzen Sache. Aber rockt auf jeden Fall. Ja, ich habe nur zwei Strecken. Genau, du hast immer das Eco gefahren, immer Eco, nicht genau. Einmal auf Zoll und nicht 500 einmal 500 Akku, genau hat sie. Und A12 ging, Bombenradl aus Conway. Mega. Und für leichtere Personen perfekt, das ist super leicht und super kurz und super wendig. Natürlich da ein Nachteil, vor 29 beim Bergauffahren muss man aktiv vorne sein, extrem vorne sein, bergab natürlich wieder der Vorteil. Und was halt natürlich noch ist, die Masse. Also man merkt natürlich das Gewicht, du musst technisch schon fahren können. Sind diese Trails mit E-Bike nicht so berauschend wie jedermann. Also das merkt man mit dem Bio natürlich auch schon. Aber klar, wo Licht da schatten, das war ja die Einlegende, die wollen mich saufen ganz schnell. Genau, und wie viele Höhenmeter haben wir gestern ungefähr gehabt? 2000, so ungefähr. Gestern waren es so 2, 2, 2, 3. Ja, heute waren es auch ungefähr so, und ich bin auch komplett. Also ich habe sogar noch einen Strich gehabt, war wahrscheinlich nicht mehr ewig gegangen, aber wir sind beide durchgekommen, gell? Ja, genau, super gegangen. Ich habe das Abschleppseil mit, ich möchte gerne mit meiner Frau abschleppen. Lange nicht mehr du jetzt. Danke. Ein paar Tage her. Und jetzt schleppe ich sie dann einfach hoch. Nein, es ist halt wirklich ein Problem, weil wenn einer noch Akku hat, ich möchte ihn nicht mehr tauschen, jetzt habe ich ein Seil mit, wie gesagt, und dann werden wir schauen, wie weit das wir kommen. Voll geil. Also vom Gipfel ganz oben geht es auch so weg, heute haben wir nicht gefilmt, weil da noch relativ viel Schnee drin war und Wasser. Wow, geil gemauert, hör. Cool. Wir haben schon einen Bunker entdeckt, wir hoffen gerade, dass wir da jetzt hinkommen. Schau, was wir gefunden haben. Krasses Teil, oder? Ja. Wow, hey. Mit Steuertüren verschlossen. Echt krass. Mhm. Wahnsinn. Fahrt mal um die Kurve und dann finden wir sowas. Geil. Nichts an in der Munitionsbunker. Ja. Aber da vorne ist ein Mordflak. Wow, riesigste, oder? Da war der Geschütze da drinnen. Du wirst einhängen können. Geil. Wow. Na, ich glaube, war nicht so schwierig, wenn du. Nein. Rollen wir hier runter. Naja. Offen. Aber ist noch ein Raum, oder? So. Und? Warum? Okay, hab mich schon gewundert. Das sind ja wohl zehnfach versperrt. Ja, aber geht nicht gut. Ich glaube, gut war es gar nicht so. Da haben wir noch das Gleiche. Ja. Aber auch schon wird es geil. Ja, das ist die Kanone noch da. Was ist? Echt ganz gut gemacht. Also mach's den Besinnungsweg einmal oder diesen Kriegsweg. Der was jetzt eher so ein Besinnungsweg ist. Was? We'll be right back.
schon von den Schaltern an. Voll geil. Thank you.
Sonnenuntergang, Kaffee und See. Aber dann ist was los an der Uferpromenade. Also da spielt sie so brutal. Voll haben wir noch Platz, ja, der Klang echt nett da. Auf jeden Fall. War ein sehr cooler Tag. Zum Auflangen, dass dann Kaffee links ist und die Kamera rechts. Hein? Dann musst du über das ganze Eck kommen. Ja, siehst du. Nein, geh weiter. Ist nicht schnell gegangen. Ja. Ja, auf jeden Fall war richtig cool wieder. Ewig lang, wir haben beide nur Akku. Also echt nur Akku, gell? Ich glaube nicht mehr, wenn du einschaltest. Das stimmt, okay, was. Ja, aber wir waren eigentlich schon im Hotel. Wir sind kalt umgefahren. Lassen wir jetzt noch einen Kaffee trinken. Bin mit 7% da, also normal kommt das nicht von, aber stimmt ja gar nicht. Ich sehe, die GoPro hat auch nicht mehr öffnen. Es kann sein, dass die auch jede Sekunde aus ist. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder Kommentare, wie immer. Und ja, wenn es dann wieder alles geht, treffen wir uns. Ja, passt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Nächsten Mal. Ciao. Ciao.